Dieser Transport ist nicht nur überaus imposant, sondern faszinierend in jeder Beziehung. Ein Schauspiel, wie man es so in Deutschland vielleicht alle 3 Jahre sieht. Denn dass sich eine komplette Brücke, 130 Meter lang, mit einem unglaublichen Gesamtgewicht von 1500 Tonnen überhaupt am Stück bewegen lässt, ist den SPMT-Transportmodulen der Fahrzeugfabrik Scheuerle zu verdanken. Insgesamt 56 Achslinien sind nötig, um das gewaltige Gewicht auf die 224 Räder zu verteilen und die Brücke über die zu diesem Zweck vollgesperrte Autobahn A8 bei Stuttgart zu befördern. Die 4 selbstfahrenden Module gewährleisten eine möglichst geringe Belastung der Fahrbahndecke. Für ihren Antrieb sorgen Powerpacks von Scheuerle mit insgesamt knapp 2000 PS. Man kann damit eigentlich nahezu alles bewegen. Wir haben Flugzeuge, Schiffe, Space Shuttle, Gebäude. Ja, also die Grenze nach oben sind da nahezu grenzenlos, was man bewegen kann damit. Es werden Kräne bewegt, Teile für Offshore-Anlagen, für die Ölindustrie, also U-Boote. Es ist eigentlich alles möglich, damit zu transportieren, was schwer ist und extrem groß. Der Weltrekord für den Transport von Industrieanlagen mit den SPMT-Modulen von Scheuerle liegt übrigens bei über 14.000 Tonnen. Bevor es hier in Stuttgart aber losgehen kann, werden erst einmal die letzten Vorbereitungen zur Planierung des Unterbaus geschaffen. Und dann muss auch noch der Fahrweg für den riesigen Transport ausgelegt werden. Wieder sind echte Experten im Einsatz, quasi um das Risiko möglicher Beschädigungen an der Autobahn auf Null zu senken. Seit über einem Jahr weiß die Münchner Schmidt-Bauer-Gruppe, Schwerlastprofis mit weltweiten Einsatzgebieten, dass die Brücke transportiert werden muss. Die heiße Phase läuft seit 3 Monaten. Jetzt aber muss es schnell gehen. Wirkliche Alternativen zum Einsatz der SPMT-Module gibt es für die Schmidt-Bauer-Gruppe nicht. Das Einfahren wäre natürlich schon möglich gewesen mit großen Raupenkränen, aber das wäre natürlich um einiges teurer gewesen. Innerhalb von 2 Tagen haben wir hier eigentlich die Achsen aufgestellt, dann auch unsere Unterkonstruktion hingestellt, draufgesetzt auf die Fahrzeuge, um die Last aufzunehmen. Und das Fahren an sich wird eigentlich relativ schnell gehen. Denke ich mal, so circa 3 Stunden dürfte alles erledigt sein, mit dem Drüberfahren, mit dem millimetergenauen Positionieren. Und das ist natürlich schon eine tolle Geschichte bei den SPMTs, dass es wirklich, wirklich ganz, ganz feinfühlig gefahren werden kann. Gerade mal 150 Meter ist die Strecke lang, die zurückgelegt werden muss. Das Tempo deshalb zwischen 0,5 und 1 km/h. Und die größte Herausforderung für die 4 Fahrer auf der Strecke ist, die 4 SPMT-Transportplattformen von Scheuerle im offenen Verbund absolut synchron zu fahren. Der Mittenabstand zwischen den Modulen beträgt 80 Meter, in der Breite liegt der Abstand bei 7 Metern. Wie aber wird ein solcher Transport überhaupt gesteuert? Beziehungsweise gefahren. Der Fahrer hat eine Fernbedienung, die hat einen Joystick zum Lenken, den anderen zum Gas geben, bremsen. Sieht aus wie eine große Fernbedienung von einem ferngesteuerten Auto. An jedem Eck steht ein Mann mit einem Funkgerät und die geben dem Anweisungen, ob er lenken muss, ob er hoch und runter lassen muss, das Fahrzeug. Der hört nur auf Anweisungen von den Einweiserpersonen, weil er kann ja nicht den ganzen Transport einblicken. Da die Brücke ja doch schon sehr lang ist. Die ausgefeilte SPMT-Technologie mit den vielfältigsten mechanischen und elektronischen Kuppelmöglichkeiten wurde von Scheuerle bereits 1983 erfunden und hat sich seitdem weltweit bewährt. Bei Einsätzen wie bei diesem in Stuttgart, bei dem der Faktor Zeit eine wichtige Rolle spielt, sind Servicetechniker des Herstellers vor Ort, falls es einmal zu Komplikationen kommen sollte. Aber welche Komplikationen könnten das sein? Naja gut, ich sage mal, es ist natürlich eine große Herausforderung vom engen Zeitfenster her. Da sollte man schon schauen, dass keine Probleme entstehen. Es können natürlich immer wieder irgendwas passieren, wie ein technischer Defekt, irgendeine Leitung, Hydraulikschaden. Aber ich denke mal, dass alles gut geht. Und tatsächlich nimmt die Brücke in nicht einmal 1,5 Stunden ihren Weg. Jeder Handgriff der Schmidt-Bauer-Experten sitzt. Vor allem, weil SPMT theoretisch eine unbegrenzte Nutzlast bieten und somit den Transport auch von größten Fertigmodulen und Anlagen ermöglichen, stellt Scheuerle weltweit eine hohe Nachfrage nach den SPMT-Transportmodulen fest. Denn die Vormontage ermöglicht der Industrie große wirtschaftliche Vorteile. Man kann die Brücke schon komplett vorfertigen. Man muss die Autobahn nicht Monate
vielleicht auch jahrelang sperren, damit man da die Brücke bauen kann. Die wird außerhalb von der Autobahn gebaut, wird dann von unserem Fahrzeugsystem angehoben und auf die Endposition gebracht. Man ist schneller damit, effizienter, man kann Zeit und Kosten sparen. Das ist ja heutzutage immer ein ganz großer Faktor. Wie kann ich Kosten sparen? Und da ist man mit unserem System einfach gut aufgestellt. Beim nächtlichen Brückentransport in Stuttgart zeigt sich Stefan Schmidbauer als ein Chef, der jedes Detail fest im Blick hat. Jetzt ist es geschafft, die Brücke hat die Endposition erreicht. Noch ein paar Millimeter und der Rückbau von Unterbau und Stahlplatten kann beginnen und die Autobahn in ein paar Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden. Stefan Schmidbauer ist mehr als zufrieden und fest entschlossen, neben den bereits vorhandenen 24 SPMT-Achslinien weitere Module von Scheuerle anzuschaffen. Auf jeden Fall Achsen nochmal nachbestellen, weil das wirklich einwandfrei funktioniert hat. Die ganze Koordination, der ganze Feinlauf der Achsen, die ganze Steuerung war wirklich einwandfrei. Also wirklich ein tolles Produkt, ist kaufenswert. Für die Firma Schmidbauer war es eines von vielen Projekten, mit dem sie ihren Vorsprung als anerkannter Schwerlastprofi eindrucksvoll beweisen konnte. Und für Scheuerle als Unternehmen der weltweit tätigen TII Group ist es der beste Beweis dafür, wie sehr die bewährte Technologie der SPMT-Transportmodule zu mehr Effizienz und Tempo auf Baustellen führen kann.